Ich mag keine Karotten. Ich mag Äpfel. Okay, lesen die den seltsamen Text? Wer ist denn Heather? Hey, sind Sie Guy, die auf die alte Farm gezogen ist? Sprechen Sie mit ihr? Heather tippt gerade. Sie können meinen Namen auf Ihrem Bildschirm sehen. Es spielt keine Rolle, wie ich an Ihre Nummer gekommen bin. Ich will nur, dass Sie verschwinden, Sie und Ihre dreckigen Pferde. Hören Sie, Lady, niemand wünscht sich mehr, dass ich gehe, als ich selbst. Also einfach ist das nicht. Ist Heather hier die Böse? Ich sage Ihnen, dass Sie Ihre Pferde nehmen und unser Dorf verlassen müssen. Ja, warum soll ich das denn tun? Ihre Pferde riechen schlecht und ruinieren unser schönes Dorf, indem sie überall ihren Mist hinterlassen. Ah, deine Mutter auch. Was? Bin wirklich kein Fan von Pferden. Sie sind lästig. Gehen Sie, bevor ich Sie dazu zwinge. Das war's. Ich warte mal. Ich kann jetzt nicht mal satteln. Kann das Pferd nur füttern? Weil es jetzt falsch steht oder was? Ah nee, warte. So, wo ist denn dein Käfig? Hier. Ganz schön frech, einfach abzuhauen, ne? So, stopp. Das mit dem Bremsen ist ein bisschen schwierig. So, ich nehme mal den schweren Sattel ab, ne? Robby, da war eine böse Frau am Telefon. Wo ist denn der Hühnerstall? You're back. How did it go? Ich habe so viel über mein Pferd herausgefunden. Great. Nichts. It really looks like you and your horse are bonding. I think it's time the two of you go out for a nice long ride out in the forest. Schönen langen Ausritt in den Wald machen. Auch im Wald gibt's andere Tiere. The forest is the best place to see how your horse reacts to different stimuli in a natural environment. You'll definitely find out more about your horse out there. Just don't get lost. Ich soll bloß nicht verloren gehen. Wenn ich eine richtige Map hätte. Und da draußen ist, gibt es wahrscheinlich keinen Empfang. Wenn ich heute nicht zurückkomme, rufen sie die Polizei. You'll be fine. Enjoy it. Also muss ich tatsächlich jetzt wegreiten. Das war jetzt nicht so gedacht. Ruckel, ruckel. Was mache ich mit dem Huhn? Wo sind denn die anderen Hühner? M steht da. Oh doch, jetzt habe ich eine Map. Ach du meine Fresse, was ist das denn? Da erkenne ich ja einen Scheißdreck. Wo bin ich denn? Okay. Wollte jetzt eigentlich das Huhn irgendwo hinbringen? Was? Zum Kontrollpunkt? Ja. Kehren Sie zum Kontrollpunkt zurück. Ich muss erstmal zum Pferd. Junge, 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 Junge. So, Danjo, wir reiten jetzt aus. War schön, euch kennengelernt zu haben.
Es ist schon 19.30 Uhr im Spiel. Ist ja noch fast wie Tag. Da muss ich springen. I see. Oha, wenn das so ruckelt bei so einem Hindernis. Okay, der weicht automatisch aus. Ist deine Anzeige? Meine Anzeige? Quest abgeschlossen. Stopp, was? Streamplan. Ach, okay. Ja, gut. Dann funktioniert das wenigstens. Öffnen Sie die Kamera. Nehmen Sie ein Foto von Ihrem Pferd. Würde ich allerdings absteigen. Dann gehe ich ein bisschen weg. Dann öffne ich meine Kamera. Was ist denn Vignette? Ah. Ich verstehe. Filter. Ja, genau. Ganz klassisch. Und jetzt? Zufrieden? Das ist mein Pferd. Das speichern wir nicht. Hätte ich das speichern sollen? Ich hätte es speichern sollen. Setzen Sie Ihren Ritt fort. Was? Ach, weil ich, bin ich zu weit geritten oder was? Ich reite fast freihändig. Ich muss aufpassen. Ich muss bestimmt wieder nochmal springen irgendwann. Oder auch nicht. Jackson ruft an. Hey, I have a task for you. Was hast du denn jetzt noch? You should save up your complaining for your dad. Ihr sollt nicht ihr Gejammer für euren Vater aufhalten. Du darfst doch jetzt seinen Job. Since you're going to be taking over managing the farm soon, you need to know where we get all of our supplies from. Both the blacksmith and the vet are in the village. Go and find them, so that there will be no issue with that when the time comes to restock our supplies or when a horse gets sick. Wir haben bloß ein Pferd, wie ich die Sache sehe. Okay, also. Zum Schmied und zum Tierarzt in der Stadt. Nee, im Dorf. Don't worry about that. The village is small enough. Just look around it and you'll find everything no problem. Okay. Muss aber zum Dorf hinkommen. Ist das eine Schnellreise oder reite ich dahin?
Es ist schon 0 Uhr. Ich glaube, wir sollten aber langsam mal ins Bett gehen, finde ich. Also, Karotten mag es nicht, Äpfel ist also die Hauptlieblingsspeise. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo die Lieferung hingekommen ist. Habe ich eigentlich auch Energie? Halten Sie Glyphe Katzin gedrückt. Glyphe Katzin. Auch gemeinsame Truhe? Wieso gemeinsame Truhe? Hier ist meine Lieferung. Gemeinsame Truhe. Okay, das Problem ist, er hat bald kein Wasser mehr. Wo kriege ich denn Wasser her, bitte? Fährt er Durst. Auf jeden Fall danke für die Info. Noch einmal noch. Dann kriegst du jetzt noch einen Apfel, weil er dir ja so gut schmeckt. Ich habe nur einen Apfel rausgenommen. Bin ja geizig. Das Hursattel. So, na dann. Das ist eine durchschnittliche Verfassung. Ja. Weil es ein Hindernis vor sich entdeckt. Ja, auch noch eine Kiste. Bleib mal stehen. Aha. Aber Wasser habe ich da jetzt nicht drin. Wie bremse ich denn direkt ab? Julia ist die Schmiedin. Hello there. Hi. Your face I haven't seen yet. Welcome. I'm Julia.
Wow. I know, my workshop is quite impressive, isn't it? Ja, ja, die Werkstatt. Ah ja, sicher, die Werkstatt, what genau. Can I help you with? Womit kann ich Ihnen helfen? Ich komme von der Pferdefarm gleich außerhalb des Dorfes. Uns gehen die Hufeisen aus, oh, ist gelogen. Yes, you're the owner's son, aren't you? I remember when you were just a little pup. Als ich noch ein kleiner Welpe war, wie alt sind die denn? Egal. Darling, I've been a blacksmith for a very long time, and I've worked for your daddy for even longer than that. I've seen you when you were just a little foal, barely running on those two chubby legs. Ich hatte dicke Beine, oder was? Hummelige. Ah. Ich kann mich nicht erinnern, jemals hergekommen zu sein, um ehrlich zu well, sein. You were a tiny thing, to be fair. Your dad stopped bringing you along after... Was sie mitzubringen, nachdem, well, ja, nachdem ihre Mutter gestorben ist, okay. Died, I suppose. Die Farm gehörte ihr. Yes, well. Now it's yours. Let's get you those horseshoes. Die Pferdeschuhe. Treffen Sie den Hufschmied. Gehen Sie schlafen. Wie schnell die Zeit gerade rennt. Was ist jetzt los? Weil ich schlafen gehen soll, oder was? Hallo? Was machst du hier? Ich kann noch... Okay, jetzt rennt die Zeit, damit ich nochmal schlafen gehen kann, oder was? Mein Pferd braucht aber langsam auch was zu trinken. Immer noch. Jetzt mach doch mal, da war doch gar kein Hindernis. Ach, jetzt hat's nicht abgebremst. Danger Gazer Junior. Eigentlich wollte ich streicheln. Okay, ist fast wie striegeln. Oder? Na gut, ich bin zu früh schlafen gegangen. Wahrscheinlich, weil ich zu langsam spiele. Na gut. War ein kurzer Tag. Ja. Hey. Sie haben mich in letzter Zeit oft angerufen, genau. If I have to choose between that and actually going to see you, I choose calling. It's high time you start taking care of some of the management of the farm. Your dad sent you here for a reason, and you've played with horses long enough. Es ist halt, dass sie sich um die Verwaltung der Farm kümmern. Ihr Vater hat sie aus gutem Grund hierher geschickt, und sie haben lange genug mit Pferden gespielt. Bitte. We'll start with something easy. Go clean out the horse stalls. Get them ready for new horses. Räumen Sie die Pferdeställe aus. Machen Sie sie bereit für neue Pferde. Warum habe ich jetzt eigentlich $50 bekommen? Ich habe gerade $50 bekommen für... Weiß ich nicht. Warte mal, kann ich hier nicht... Geschäft, Gegenstände, Essen, Gegenstände. Heu zum Beispiel. Leere Eimer. Und wo hole ich Wasser her? Kann ich noch nicht kaufen, lässt er gar nicht zu. Mistgabel kaufen. Ach, dafür habe ich die $50 bekommen.
Ah ja. Dünger aufheben. Der Angel Gator hat gekackt. Ich verdiene Geld dafür, wenn ich den mit. Das ist doch mein Hof. Wie kann ich denn da Geld verdienen? Ah, hier, Pferdetränke. Das ist gut. Hallo, Achatschno. Ja, wir waren zuerst im Museum. Das lief ganz, ganz schlecht. Da habe ich das Geld zurückgefordert. War eine schlechte Simulation. Und jetzt haben wir einen Pferdehof. Reinigen den Stall, Heu kaufen. Heu in den Pferdeboxen legen. Jetzt kann ich Heu kaufen, okay. $10. Reicht das? Sollte ich mehr kaufen als nur eins? Am Pferdehof? Ja. Dungeon wollte, dass ich das Spiel spiele. Kommt das jetzt hin? Heu in die Pferdeboxen legen. Rechte Maustaste. Quest abgeschlossen. Aber ich sehe gar nicht, dass hier was liegt. Erreichen Sie die Mühle. Das Streichen bringt mehr als das Striegeln, muss ich jetzt mal sagen. Aber ich habe immer noch kein Wasser für das Pferd. So, Danger Gazer Junior. Nein. Bitte in die richtige Richtung. Ist dem Pferd einen runtergeholt? Nein. So etwas tun wir hier nicht. Warum muss ich denn hierher? Achso, der zeigt mir jetzt den Weg zur Mühle oder was? Befruchtung wird erst später gemacht, wahrscheinlich. Wie heißt es, ein Zuchthengst? Also das ist eine Strafe, dass ich hier bin. Ich habe das ganze Geld von meinem Vater verzockt. Und dafür wurde ich jetzt hierher geschickt. Oha, 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 oha. Wir reiten einfach mittendurch. Vater, ja. Ihr Pferd ist in einer durchschnittlichen Verfassung. Ja, wahrscheinlich, weil es Wasser braucht. Junge. Besorg doch mal Wasser. Okay, ich kann nicht sprinten. Wie weit ist denn die Mühle weg? Oh, eine Mine gibt es ja auch. Danger. Ja, ja, Danger Gazer heißt das Pferd. Okay. In Anlehnung, Star Stable heißt das Spiel.
Star Stable hieß mein Pferd Danger Gazer. Halten Sie Ihr Pferd sauber. Hä? Es ist sauber. Und Wohlbefinden? Ja. Es hat halt Durst. Aber ich bin zu langsam für das Tutorial. Ich glaube, ich bin immer noch im Tutorial. Oder ich krieg ständig Aufgaben jetzt. Überqueren Sie den Fluss? Kehren Sie zum Kontrollpunkt zurück? Entschuldigung, wo ist hier ein Kontrollpunkt? Hä? Ich sehe Mühlen. Finden Sie eine Stelle, an der Wasserstand des Flusses niedriger ist und versuchen Sie, auf die andere Seite zu kommen. Wahrscheinlich da, wo der Dreck am meisten leuchtet, wie hier, oder? Ach da, warte mal, kommt das immer, ruckelt das immer, wenn das Autosaving kommt? Kehren Sie zum Kontrollpunkt zurück. Wo ist denn hier der Kontrollpunkt? Ist da hinten flach? Warum weiten Sie das so aus, ob das da flach ist? Ich weiß nicht, wo ein Kontrollpunkt ist. So leid es mir tut. Aber jetzt sagt mir halt nicht, wo ein Kontrollpunkt ist. Schlechtes Spiel. Rage Quit Moment. Hasse es. 10 von 10. Hä, wieso schlechtes Spiel? Es ist doch besser als das meinem Museum. Nee, da kann ich nicht drüber. Na, warte mal, hier. Hätte auf dem Weg bleiben sollen, oder was? Mein Pferd verdurstet gerade. Ja, hätte ich. Wieder ein Achievement geschafft, weil ich das Wasser überquert habe. Nice. Deswegen 10 von 10. Erreiche die Mühle. Krieg mal hin. Und da kriegt man Heu her, aber wir haben da gerade Heu von Dings gekauft, ne? Aus dem Internet. Butter kaufen. Stopp. Halt doch mal an. Finden Sie eine funktionierende Mühle und kaufen Sie Futter für Ihr Pferd. Wenn ich jetzt absteige, rennt es doch wieder weg. Wie vorhin. Ist doch vorhin auch weggerannt. So, das ist auf jeden Fall eine funktionierende Mühle. Ich hoffe, du bleibst stehen. Warte mal. So, wo der Apfel herkommt, gibt es noch mehr, ne? Na gut, hier, komm, kriegst noch einen zweiten. Hello, who is there? Das ist der Müller, okay. Wer ist da? Hallo, ich komme vom Pferdefarm. Von der Pferdefarm. Jackson sagte, Sie hätten etwas Pferdefutter für mich. No solicitors, I'm not made of money, you know. Keine Bittsteller, ich bin nicht aus Geld gemacht, wissen Sie? Was? Nein, ich bin hier, um Pferdefutter zu kaufen von Ihnen. Oh, you want to buy horse feed. You should have said so to begin with. How much do you need? Alles. $20. Great. We can also deliver feed at your doorstep. You can order it online. Nach Hause liefern. Wir können es auch online bestellen. Gut, dass ich hergekommen bin. Okay, das Pferd ist noch da. Kehren Sie zum Kontrollpunkt zurück. 1,1 Kilometer. Kein Problem. Mein Pferd und ich sind bereit. Wir müssen nur... Das ist doch eine Brücke.
Ihr Pferd hat wegen des steilen Abhangs angehalten, was? Gott. Kehren Sie zum Kontrollpunkt zurück. Ja, dann lenkt mich doch hier nicht ab vom wegen steilen Abhang, also wirklich. Frech. Warum kann ich das denn nicht abwählen? Ich kann die zwei nicht abwählen. Ich habe jetzt einmal Pferdefutter. Ich habe aber immer noch kein Wasser. Ne, jetzt kommt kein Autosave, also ruckelt das tatsächlich einfach so. Und ich weiß nicht, das ist zählt das Mikroruckler? Theoretisch könnte das Pferd doch hier auch so auf dem Fluss trinken. Theoretisch. Ist das das Spiel von Dungeon? Nee. Dungeon macht doch ein Autorennen. Ach, du meinst wegen Danger? Weil Dungeon ein Autorennen immer D-A-N und dann G-E-R dran hat. Als Nummernschild. Ah. Nein, Danger Gazer ist mein Pferd. Das ist der Name meines Pferdes von einem anderen Spiel. Ich hoffe, die zeigen mir jetzt, wie ich das Pferd wässern kann. Also Wasser bringen kann. Das hat nämlich ein bisschen Durst, glaube ich. Warum ist das so gefleckt? Ist das schmutzig? Oh ja, das Pferd ist schmutzig. Wow. Das geht aber flott. Hat das einen Sauberkeitsskill? Hier noch richtig? Das ist nicht schmutzig. Das ist ein gescheckter Gau. Nee. Darauf habe ich geachtet. Ich müsste mich jetzt irgendwie links halten. Also doch da hoch dann. Bin doch schon beim Kontrollpunkt. Nur diese Mini-Ruckler. Und jetzt bremsen. Oh, der braucht ewig. Bleib stehen. Bevor ich die Quest weiterlese. Treffen Sie sich mit Jackson. Oh, jetzt treffe ich den persönlich. Jetzt haben wir bloß telefoniert. Bleib stehen. Ah. So, Jackson. Haben Sie das Futter? John.
Doktor, ich weiß nicht, warum das... Ich habe keine Ahnung, warum das... ist kein Yellow Screen, ist ein Green Screen. Ihnen auch ein Hallo. Don't waste time. Go distribute the horse feed across the stalls. They need to be ready for the new horses. Verteilen Sie das Pferdefutter auf die Boxen. Sie müssen für die neuen Pferde bereit sein. Ich habe einmal Pferdefutter gekauft. Einmal. Ihr solltet hier reinschütten. Reicht das? Das ist aber bestimmt zu wenig. $50 verdient. Pferde müssen fressen und trinken. Einmal kaufen, nehmen Sie ihn. Endlich gibt's was zu trinken. Mein Pferd hat nämlich auch Durst, my friend. So, was soll ich machen? Einmal mit Futter füllen. Tränkeautomaten mit Futter auffüllen. Was? Okay, einmal mit Futter füllen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und jetzt rein... Diesen Mini-Ruckler regen mich ein bisschen auf. So, erstmal hier in deinen Stall, Danger Gazer. Rein mit dir. Zurück. Da noch ein Stück. Okay. Jetzt drehen wir hier schön und du gehst hier schön rein, bitte. Vorsichtig, danke. Jetzt hältst du an. Halt an! Der bremst halt nicht. So. Einmal mit Wasser auffüllen. Tränke mit Wasser auffüllen. 62 Meter. Du bleibst hier drin, ne? Ach, hier ist das Wasser drin. Ich hätte den schon längst mit Wasser... Das hatte mir vorhin nicht angezeigt, dass das geht. Ach, ich hatte keine Ahnung, ne? Einmal konnte ich das jetzt kaufen. Aber ich mache doch jetzt eigentlich nur den Stall für Danger Gazer und nicht für die anderen Pferde, die angeblich noch kommen. So, du hast nämlich... Der steht keine 50 Meter von mir entfernt und ruft mich an. Yo. Yo, was? Zwei Anrufe an einem Tank. Ich hab so ein Glück. Yo, yo, yo. The stalls are clean. It's time to get serious. Right now, the stables are basically empty. Your horse needs some companionship. We'll need to buy more horses, which also means that we'll need to hire more workers to take care of them. Kommen wir jetzt zum Wirtschaftsteil. Hat das Spiel einen Wirtschaftsteil? Als was ist das eigentlich beschrieben? Warte mal. Ich spiele es ja nur, weil Dungeon das gewünscht hat, mehr oder weniger. Dass ich das anfragen soll. Jetzt hat Steam wieder überhaupt keinen Bock. Oh, ich habe übrigens das Geld zurückbekommen. Fast. Also es ist in der Schwebe. Oh, es hat uns ausgeglichen. Es ist eine Simulation, Pferde, Gelegenheitsspiel, niedlich. Wird nichts von Wirtschaft. Okay, die Ställe sind sauber, es ist Zeit ernst zu machen. Im Moment sind die Ställe praktisch leer. Ihr Pferd braucht etwas Gesellschaft. Wir werden mehr Pferde kaufen müssen, was auch bedeutet, dass wir mehr Arbeiter einstellen müssen, die sich um sie kümmern. Ja, aber das ist mein Geld, oder? I'll walk you through it. Okay, er erzählt mir, wie es geht. Ich weiß nicht, was das Pferd für ein Problem hat, aber es kann gerade nichts trinken scheinbar. Obwohl Wasser da ist. Aber es bewegt sich gerade auf einem schlechten Pfad. Warte mal, kann ich aufsteigen? So, kannst du dich jetzt besser bewegen? Bestimmt irgendwo hängen geblieben an der Wand. Und jetzt trinkst du, richtig? Oh. Schön, 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 schön. Du hast einen Sattel an, kann ich dich... Kann... Pferd säubern. Sie können das Pferd nicht bürsten, wenn es einen Sattel trägt.
Mach ihn mal sauber. Gucke mal, der ist nicht gefleckt. So, und jetzt ohne streicheln wir nur und da wächst das viel schneller. Guck dir das an. Der ist rundum glücklich jetzt erstmal. Jetzt hier mal, öffnen Sie die Registrierkarte Stallmanagement am Telefon. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen. Verwaltung des Stalls. Ach du meine Güte. Das ist alles so klein, so winzig. War das schon immer alles so winzig? Habe ich echt so schlechte Augen bekommen? Wann ist das passiert, dass das alles so winzig dasteht? Okay, Hausesverwaltung, da können wir durchklicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausführen, um den Markt zu öffnen. Ich habe $460, ne? Merkt euch das. Marktplatz. Durchführen steht hier, nicht ausführen. Hi. Wählen Sie ein Pferd und kaufen Sie es. Sehen Sie sich die Statistiken an und wählen Sie Ihren Favoriten. Charlotte, James, Zoe. Was ist denn Gnade? Mercy? Das ist bald Totes oder was? Dann hat sie unten noch erfahren. Gehorsam, Gnade. Ne, hier stehen andere Werte. Leichtathletik. Ist das dann Erfahrung, wenn das hier Gehorsam ist? Ah ne, das sind die Leichtathletik. Erfahrung kommt hier. Ach, die sind bloß verschieden. Gnade und Leichtathletik. Okay. Aber warum soll ich denn was raussuchen? Warum ist das Pferd so günstig? Weil es wenig Erfahrung hat? Ist bei Pferden nicht das Alter wichtig? Dann kaufen wir halt das Teure hier. So. Zoe, wir haben jetzt Zoe. Und jetzt brauchen wir einen Arbeiter. Gibt es da auch irgendwelche Statistiken? Aber wir müssen den ersten einstellen, der leuchtet. Wer ist denn das? Susanne? Etwas $10 gekostet, ne? Verschieben Sie einen Arbeiter in dieselbe Aktivität. Warte mal, bewegen Sie das Pferd zu einer der verfügbaren Aktivitäten. Was? Bewegen Sie das Pferd zu einer der verfügbaren Aktivitäten? Ich meine, es leuchtet, aber was soll ich denn? Sie können Geld verdienen, indem Sie Wettbewerbe gewinnen, aber vergessen Sie nicht die anderen Aktivitäten. Und das sind die Aktivitäten? Pferde. Liga-Wettbewerb. Das heißt, ich kann jetzt das Pferd jetzt hierher verschieben oder was willst du jetzt von 8 hier fallen lassen? Also ich kann das Pferd jetzt auch zur Pferdeshow bringen und den Mitarbeiter dann ebenfalls dorthin schieben. Da wird das Pferd vorbereitet darauf, oder wie? Was hat es mit der Hütte auf Ihrer Ranch auf sich? Sehen Sie sich die Hütte an. Das ist nicht die Hütte, wo... Ah, hier. Zoe. Futterdruck 0%, Pferdetränke 0%, Heu 0%. Wie ist denn das bei dir? Pferdetränke 0, Futterdruck 0. Aber Heu hat er doch.
Okay, ja gut, Heu hat er, aber nicht. Ach, keine Ahnung. Kann ich die Kamera wechseln manchmal? So Ego-Perspektive, damit ich die Schilder besser lesen kann? Fotomodus will ich nicht. Die Kamera bitte. Pferd besteigen, Inventar, Telefon, Map, Gegenstand ablegen, Gegenstand, blablabla. Wenn ich weiß, hier gibt's ja. Hier war doch. Wahrscheinlich irgendwas von Kamera über Schulter. Allgemein vielleicht. Hier über die Schulterkamera-Ansicht. Aber eigentlich will ich das nicht. Wie sieht das dann aus? Sieht genauso aus wie vorher. Ja, okay, so kann ich das sehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das eigentlich mit dem Pferd machen sollte. Das ist aber keine Hütte. Okay. Wir machen das mit dem Pferd. Es erhöht ja den Freundschaftsbonus oder so. Dann mal schon auf Stufe 5. So, komm mal her. Du kriegst jetzt deinen Sattel. Was war jetzt? Was war das denn? Was hat er denn gerade für Sorgen? Hat er sich gerade hingelegt? Hier gab es kein Hindernis. Aber danke fürs Bremsen. Nein, 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 nein. Ach, das da. Das ist eine Hütte? Warte mal, gibt's jetzt noch einen Hund oder was? Eddie. Was für eine niedliche kleine Hütte. Danke. Eddie ist unser Rennspanner. Obdachlos ist er ja nicht, er hat ja eine Hütte. Oh, hallo, ich wusste gar nicht, dass hier jemand wohnt. It's okay. Das ist schon in Ordnung. Sind Sie obdachlos? Er hat doch eine Hütte. Wer sind Sie denn? I live here. Ich wollte wissen, wer Sie sind, nicht wo Sie herkommen. Ja, das beantwortet meine Frage nicht wirklich. I don't have to answer your question. Ich muss Ihre Frage nicht beantworten. Ja, Sie leben auf meinem Grundstück, also bitteschön. Wollen Sie denn gar nichts sagen? Ach, was soll's. Hey, anstatt auf mein Land zu schmarotzen, sollten Sie und ich ein Geschäft abschließen. A deal? Sie haben diese kleine Hütte selbst gebaut, richtig? Yes. Mhm. Wie wäre es, wenn Sie mir helfen, die Hütten um mich herum zu renovieren? Und ich lasse sie kostenlos auf meinem Land leben. Living here in exchange for my labor is not free. Als Gegenleistung für meine Arbeit hier zu leben, ist nicht kostenlos. Als Gegenleistung für meine Arbeit hier zu leben,
ist nicht kostenlos. Ach so, weil ich gesagt habe, dass wir kostenlos leben. Oh Gott. Oder ich könnte auch einfach die Polizei rufen. Deal. Naja, okay. Dann nichts wie ran in die Arbeit. Wenn du Äpfel findest, ich habe $200 verdient. Was? Wieso läuft das Pferd denn weg? Öffnen Sie die registrierte Upgrades auf Ihrem Handy. Gott. Was soll ich da machen? Stall-Upgrade. Den Stall upgraden? Für $100? Das ist ja blödig. Was soll ich da jetzt machen? Bei Wände? Achso, dann sehen die schöner aus, oder was? Pferdestelle. Ich verstehe nicht, was... Achso, da sieht es einfach hübscher aus. Sonst kann ich mir jetzt einfach... Was für Möbel. Ja, und hat das auch irgendeinen Nutzen? Die haben einfach ein anderes Design dann, oder was? Und das Hör besser? Sprech mal mit Robby. Robby, my love. Da ist die Robby. Nur kann das Pferd halt nicht wirklich gut bremsen. Und ich muss absteigen, um mit Robby zu reden. Jetzt halt doch mal an. Die ist doch einfach total rumruckelt. Hey, so... I was wondering, did you ever need to think about how much you spend? Ich habe mich gefragt, ob Sie jemals darüber nachdenken mussten, wie viel Sie ausgeben. Nö. Ach so. Nun, seit mein Vater mich hier rausgeschmissen hat, weil ich sein ganzes Geld ausgegeben habe, denke ich viel darüber nach. Ja, vielleicht. Yeah, thought so, but no offense. It kind of shows that you weren't smart with your money before. That's okay, though. You're here to learn, after all. Okay, Sie wollen mir jetzt zeigen, wie ich mit Geld umgehe? So I've been thinking that you need some help. Whenever you run out of money, you can just do some physical labor on the farm. We have a carrot field and an apple orchard, both of which are very fruitful and can make us a lot of money. Ist auch ein bisschen schmutzig, ne? Ich glaube, links ist besser. Weil rechts kommen halt Antwortmöglichkeiten und da steht immer da, was wir tun müssen, meistens. Ich habe mir überlegt, dass Sie etwas Hilfe brauchen. Wann immer Ihnen das Geld ausgeht, können Sie auf dem Bauernhof körperliche Arbeit verrichten. Wir haben ein Karottenfeld und eine Apfelplantage, die beide sehr fruchtbar sind und uns eine Menge Geld einbringen können. Warum bestelle ich dann Äpfel und Möhren? Just bring them to me. I'll take care for the rest. Bringen Sie die einfach zu mir, ich kümmere mich um den Rest. Ist das die einzige Möglichkeit, um Geld zu verdienen? Pflücken Sie Äpfel aus der Apfelplantage, verkaufen Sie Äpfel oder Karotten an Robby. Das ist zwar, ja, ich glaube, wir müssen erstmal schlafen gehen, oder? Obwohl, Energie ist da. Wir können auch nachts reiten. Wir müssen nur den Weg finden. 1,3 Kilometer. Ja, wir waren da schon, ne? Ja, vielleicht sollten wir das erst morgen machen. Ich bring dich mal eben zu Zoe. Also in den Stall. In deinen Stall natürlich. So, Sattel abnehmen. Ja, genau. Streicheln. Bringt ja offensichtlich Punkte. Tür schließen. Boah! Okay, die Kamera ist manchmal sehr weird. Warte mal, das ist die Einstellung gewesen, ne? Vielleicht liegt es ja daran, wenn ich das jetzt wieder wegmache.
Pferdeposition zurücksetzen, Spielerposition zurücksetzen. Alles klar. Ja, jetzt ist die Kamera direkt über mir. So, 23 Uhr. Da könnte man ruhig schon mal ins Bettchen gehen, nicht wahr? So. Morgen. Morning has broken. Weiß auch nicht, warte mal. Jetzt den Eimer nehme. Da ist jetzt nicht so viel Futter drin. Futterdruck 0, Pferdetränke 0, Heu 0, Ordentlichkeit 100. Warum ist denn hier kein Heu drin? Ne? Futterdruck 0. Wow. Hallo Simplex. Nur guten Abend. Ach nee, das ist Heu. Scheiße, warte mal. Kann ich das Heu? Heulagerungsbecken. Nee, kann ich hier nicht. Okay. Oh, warte mal, hat er nicht gesagt, dass ich... Hi. Heu 0%. Hoffe ich auch... Das wollte ich nicht. Aufsammeln. Heu 29,62. Willst du mich veralbern? Ich habe da jetzt 3 Ladungen reingepackt. Okay, warte mal. Wir brauchen auch Futter. Essen? Wo krieg ich denn Hafer her? Hat er nicht gesagt, wir können Hafer auch online bestellen? Er hat doch gesagt, wir können Hafer online bestellen, oder? Wo können wir denn Hafer online bestellen? Okay. Wie sind denn deine Werte? Was haben wir noch das erste Zeichen? Blase. Ja, darf der hier nicht reinpullern? Ist mal ein Apfel. Ist ja deine Lieblingsfrucht. Ihr Pferd braucht mehr Bewegung. Ja, ja, ich bin ja schon dabei.
Ich weiß nicht, welches Hindernis er ständig findet. So, ich soll Äpfel nur Apfelplantage finden. Ich hoffe, mehrere Wege führen nach oben. Ja, hier gibt es nochmal eine schöne scharfe Kurve. Viele Wege führen nach Rom. Doch nur einer führt zu dir. Warte, lass überlegen. Ist die Brücke kaputt oder was ist da los? Wahrscheinlich. Aber da hinten ist noch eine Brücke. Also mehrere Brücken. Stopp. Warte mal. Sorry. Einmal streicheln und schon läuft das wieder. Wenn ich habe einen Apfel, theoretisch könnte ich den Apfel verkaufen, ne? Aber dann wäre der erste Teil der Quest nicht erledigt. Hier sind wir vorhin nicht lang geritten. Bin ja gespannt, was mit dieser Heather ist, die ja Pferde nicht leiden kann. Und da nochmal irgendwas hören von der. Vielleicht macht die einen Anschlag, vielleicht brennt die unser Ranch nieder. Vielleicht können wir irgendwann eine Brücke reparieren oder die Brücken oder sowas. Kommen wir hier nicht drüber? Nee. Okay, da sind die Mühlen. Kann ich da ein bisschen Hafer kaufen? Damit die Pferde versorgt sind. Und hier ist die Brücke zur Apfelplantage. Sehr schön. Mal gucken, ob ich hier nochmal Hafer kriege. Wir haben $530.